1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, mit mir diskutieren wollt, mit mir streiten wollt, egal was, dann ruft an. Ruft an unter 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de oder faxt uns unter 0800 220 5051. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Ingrid. Ja, sie heißt Ingrid und ist 54 Jahre alt. Hallo Ingrid. Ja, hallo Domian. Hallo. Weswegen hast du angerufen? Ja, bei mir ist es ein bisschen eigenartig. Es ist so fast kinoreif. Ich habe jemanden kennengelernt vor circa 2 Jahren. Mhm. Also das heißt, wir sind jetzt so circa 2 Jahre zusammen. Aha, kennengelernt und zusammen. Ja. Ja. Und das erste Vierteljahr war auch ganz in Ordnung. Also wir wollten dann, hatten uns das vorgenommen, gemeinsame Zukunft und so weiter. Also richtig ernsthaft. Mhm. Nicht jetzt irgendwo so ein Spiel, sondern richtig ernsthaft. Ja. Ja, es war dann so geplant, war dann immer mal die Rede davon, dass wir in Florida Urlaub machen. Mhm. Und das wurde sich, also im vergangenen Jahr wurde das dann rausgeschoben. Mhm. Und ja, wir sind am 19. Februar von Florida zurückgekommen, hatten dort Urlaub gemacht. Angeblich hatte er dort ein eigenes Apartment. Mhm. Vom Beruf aus ist er Pilot. Mhm. Und ja, ich meine, so im letzten Jahr kamen ja schon immer mal so Zweifel. Irgendwas in unserer Beziehung stimmte nicht. Es war so eine Art so Sprachlosigkeit da. Wenn ich jetzt irgendwelche Sachen mal nachfragt oder auch mal bei einer Unterhaltung, irgendwo, ja, manchmal bekam ich so keine Antworten. Zweifel bezogen auf die Beziehung oder Zweifel auf überhaupt auf die Person und den Alltag der Person? Also ich habe das eigentlich auf mich zurückgeführt. Mhm. Ich hatte 2001 eine Krebsoperation. Ja. Man sieht das auch körperlich. Mir wurde die Brust abgenommen. Mhm. Und war dann auch psychisch sehr belastet, mhm, weil ich hatte ein Jahr nach meiner Krankheit ist mein ältester Sohn noch verstorben, mhm, der mich praktisch durch diese Krankheit begleitet hat, immer mir zur Seite stand. Also warst du irgendwie etwas irritiert und verunsichert auch aufgrund deiner eigenen Erfahrungen und der Vorkommnisse in deinem Leben. Aber da war irgendein schlechtes Gefühl, was diesen Mann anbelangt. Hat sich das Gefühl bestätigt? Das schlechte Gefühl bestätigt? Ja, weil ich jetzt definitiv weiß, seit 2 Wochen, dass er diesen Beruf gar nicht ausübt. Pilot. Nicht mehr ausübt, ja. Genau. Aha, also er hat dir gesagt, dein neuer Bekannter, dein neuer Freund, 2 Jahre mhm zusammen, ich bin Pilot. Genau. So, und du weißt jetzt seit kurzem, dass er kein Pilot ist. Richtig. Wie ist das rausgekommen? Ja, das kann ich eigentlich so direkt nicht sagen. Ich weiß das von seiner Tochter, definitiv. Ja. Sie frug mich dann, wie es denn war in der Urlaub und so weiter und so verschiedene Sachen. Mhm. Ja, genau. Und zum Beispiel sagt sie, wenn du aus dem Fahrstuhl ausgestiegen bist, mhm, in welche Richtung bist du gegangen? Rechts lang oder links lang? Ich sage, rechts lang. Sagt sie, als ich dort war mit meinem Freund im Urlaub, bin ich links lang gegangen. Verstehe ich nicht. Da war die Apartmentnummer 618. Ach so. Und bei mir war sie 703. Ach so. Ja? Also der junge Mann, so ganz jung wird er wahrscheinlich nicht mehr sein. Nein, von der Tochter der Freund. Die waren zusammen. Nein, ich meine jetzt deinen Freund. Ja, der ist nicht nur nicht Pilot, mhm, der hat auch kein Apartment in Florida. Zumindest kein eigenes. Kein eigenes. So, was ist er denn vom Beruf? So wie ich jetzt rausgefunden habe, ist er LKW-Fahrer. Ach, ja, das ist ja krass. Also ich will mal sagen, der Beruf an sich spielt jetzt nein, mich in einer Beziehung. Natürlich nicht, aber er hat dich belogen. Hast du ihn denn damit da konfrontiert? Hier von wegen Pilot und du bist LKW-Fahrer? Ja, das ist eben das Problem, weil er so nach Aussage seiner Tochter und ich habe auch mit seiner geschiedenen Frau gesprochen, mhm, dass er da vollkommen in 2 Welten wohnt. Und wenn man darauf ihn anspricht, er total ausrastet. Ach. Also ich weiß jetzt nicht, also ich habe jetzt so das Gefühl, das ist mehr oder weniger so wie so eine tickende Zeitbombe. Ja. Das heißt also im Klartext, du spielst das Spielchen im Moment noch mit? Mhm. Du hast ihm das noch nicht klar gesagt, dass du weißt, dass das alles nicht stimmt. Ich will jetzt praktisch mehr oder weniger seine Tochter schützen.
Ja. Ich habe ihn, wir haben danach, er war ja anschließend noch bei mir hier, in, wo ich wohne. Ja. Und dann hat man schon gemerkt, die letzten Tage, also wenn ich jetzt ins Zimmer gekommen bin, es hat er versucht rauszugehen, also nie irgendwie, dass man noch Zeit zusammen verbringt. Also Ingrid, das ist ja schon ein schräger Fall. Ja. Jetzt fragt sich ja, jetzt frage ich mich, ist das einfach ein Betrüger oder ist der psychisch krank? Also ich denke, das Letztere. Mhm. Ja. Die Familie, du hast es über die Tochter rausbekommen. Ja. Welche Mutmaßung hat denn die Tochter? Warum baut er sich da so eine imaginäre Doppelwelt auf? Ja, also sie ist dann auch der Meinung, da er früher mal Pilot war. Ach, er war schon mal, doch ja, irgendwann. Ja, er ist vom Beruf aus Pilot und er ist auch geflogen. Mhm. Ja, aber ich denke mal, er kam dann mit dem Schritt, dass er das dann nicht mehr ist. Ich weiß auch nicht, welche Gründe, warum, weshalb. Er hat ja das dann der Ehefrau auch vorgespielt, die letzten Jahre. Seiner letzten Ehefrau. Ja. Seine Ehefrau. Mhm. So, jetzt stehst du aber da, bist mit einem Typ zusammen, den du eigentlich bisher geliebt hast. Richtig. Und bist völlig irritiert, zu Recht auch, weil der dir was vorspielt. Warum auch immer, aber er spielt dir was vor. Und da macht man sich ja Gedanken, was spielt er mir vielleicht noch alles vor? Richtig. Ne? Also ist das Vertrauensverhältnis ist ja gleich null im Moment. Absolut. Ist es denn sonst ein Mann, der eigentlich so gesund ist und so im Leben steht? Eben, oder? Das ist es ja. Ja. Also da ich ja, sage ich mal, mit dieser Berufssport überhaupt keine Erfahrung hatte, ich habe mir dann schon überlegt, ich denke, er hat 62 und dann Pilot. Und dann hat er ja gesagt, er fliegt keine Passagiere, sondern Fracht. Aber dann hat er dir doch die ganzen 2 Jahre immer was vorgelogen. Logisch. Jetzt ich fliege heute dahin, ich mache das und... Richtig, und dann auch angerufen und Zeitverschiebung. Ach. Und hier, hallo, ich rufe aus Paris an. Ja, sowas. Ja. Und das Schlimmste war ja jetzt, als wir in Urlaub geflogen sind. Ich bin ab 10. Februar ab Frankfurt am Main geflogen, also von Berlin nach Frankfurt am Main. Und er war in Deutschland, ist Sonntag rübergeflogen nach Florida, um mich dort am Flughafen abholen zu können, weil er ja angeblich von Südamerika, Peru, wieder erst zurück musste. Ja. Also Ingrid, das ist ja schon absolutes Theater, ne? Richtig. Das ist ja wirklich wie in einem schlechten Film. Ich habe ihn daraufhin dann, er hatte mich dann nochmal angerufen. Ja. Sonst haben wir täglich telefoniert, das ist jetzt nicht mehr. Und er muss auch mitgekriegt haben, dass ich irgendwas weiß. Ich meine, irgendwo mit dem Wissen, man veränderte sein Verhalten. Natürlich. Ja dann auch. Ihr wohnt nicht zusammen. Nein. So, wie soll das jetzt weitergehen? Wie willst ja, du dich weiter? Das ist die Frage. Er hat sich auch die ganze, vor 2 Tagen hat er nochmal angerufen. Mhm. Und er hält sich vollkommen bedeckt in seinen Aussagen. Ich sage, wo bist du denn? Weit weg von dir, sagt er zu mir. Also Ingrid, ich will dir ehrlich sagen, wenn also keine wirklich akute psychische Labilität dort anzutreffen ist bei dem Mann, klingt nicht so, wie du sagst. Würde ich das nicht mitmachen. Ich würde ihn damit auch konfrontieren. Du, das ist ja keine Grundlage. Nein, um Gottes Willen. Es geht jetzt auch darum, ich weiß eigentlich nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll. Entweder ich spreche ihn auf jeden Fall daraufhin an. Mhm. Also das sind jetzt so meine Vorstellungen im Moment, was ich, also es schwankt ja hin und her. Ja. Man weiß ja überhaupt nicht mehr, was man denken soll. Ja. Also entweder direkt ansprechen oder wohin schwankst du noch? Entweder ansprechen tue ich ihn daraufhin sowieso. Mhm. Und ich habe ihm auch am Telefon gesagt, dass es mir eigentlich egal ist, was ein Mann für einen Beruf ausübt, Direktor oder was weiß ich. Wichtig ist, wenn man jetzt zusammen sein möchte, dass da Ehrlichkeit herrscht in der Beziehung. Genau. Und dass man gemeinsam geht in eine Richtung. Also wohin schwankst du? Du schwankst zwischen ansprechen und? Ansprechen und dann überlegen, entweder er öffnet sich und sagt, ja, ich bin kein Pilot mehr. Und wenn er nach wie vor sich bedeckt hält, hat sich das für mich erledigt. Mhm. Ja, macht das. Geht nur geht die andere Seite, ich frage mich, mit wie vielen Frauen hat er das vielleicht noch so gemacht? Ja, oder neben mir läuft da noch eine Frau, der es genauso geht. Gibt es denn sonst irgendwelche Sachen noch, wo er aufgeschnitten hat? Er hat jetzt angegeben, ne? Pilot, dicke Wohnung in Florida. So. Gibt es sonst irgendwie noch, wo du jetzt im Nachhinein skeptisch bist und denkst, das stimmt sicher auch nicht? Nein, das ist eigentlich das Einzige. Mhm. Ja. Und vor allem, das ist ja ganz schlimm. Er hat dann zu mir gesagt, was machst denn du gerade? Ich sage, ich will jetzt gerade im Sommer, ich gehe jetzt gerade raus und hänge Wäsche auf. Mhm. Da sagte er, ja, guck mal zum Himmel, ich fliege gerade über dich drüber weg. Und es war so. Ein süchtiger Lügner.
der irgendwie auch, nicht anders kann. Also ja. ich finde den Weg richtig, den du selbst gerade vorgeschlagen hast. Mhm. Sprich ihn an, guck, wie er reagiert. Wenn er sich weiter da versucht rauszuwinden, dann zieh du deine Konsequenzen daraus. Ja, sicher muss ich. Krasse. Nur, man muss sich das vorstellen. Ich habe erst immer das ja bei mir gesucht. Ja, ich denke, vielleicht hat er sich das eben einfacher vorgestellt, mit mir zusammenzuleben, weil ja, man ist ja dann doch ganz schön geschwächt, erstmal durch die eigene Krankheit, dann durch den Tod meines Sohnes. Natürlich, da ist man ja. In einem Jahr waren ja auch meine Eltern noch krank, also das war ein ganz schlimmes Jahr, was wir da durch haben. Ich habe auch einen Vorschlag, Ingrid. Mhm. Wir wollen ja nur ausschließen, dass wir ihn nicht irgendwie vielleicht beschädigen, wenn er vielleicht doch irgendwie psychisch sehr angeschlagen ist. Richtig, und deswegen möchte ich gerne, dass du auch noch die Meinung von meiner Psychologin einholst, die gerade mitgehört hat. Ja. Dann hast du auch noch eine fachkundige Einschätzung und kannst dann deinen Weg gehen. Also wenn er eigentlich nicht krank ist, sondern einfach nur bescheuert ist, sagen wir es mal ganz grob, dann mach es so, wie du es gerade vorgeschlagen hast. Mhm. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Ja, danke schön. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. 0800 220 50 50, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 220 50 51. Fabian begrüße ich herzlich und Fabian ist 38 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, guten Morgen, Fabian. Dein Thema? Ja, Domian, ich habe folgendes Problemchen. Meine Gefühle fahren momentan Karussell mit mir. Folgendes Problem, ich bin 38, bin seit 10 Jahren verheiratet, lebe schon seit sehr frühen Jahren meine Bisexualität aus. Mhm. Wie gesagt, trotzdem, dass ich 10 Jahre verheiratet bin und habe jetzt mich das erste Mal richtig verliebt in einen Kerl und noch dazu ist ein Arbeitskollege. Also du hast es auch ausgelebt während der Ehe? Ja, wir führen eine sehr schöne Ehe, also richtig offen. Achso, deine Frau weiß das auch, dass du immer wieder mal mit Männern fremdgegangen bist? Ja, nur habe ich folgendes Problem. Nur habe ich mich das erste Mal, also sich verlieben in einen Kerl war immer tabu für sie. Mhm. Ne? Hat sie gesagt, ein Dritter kommt mir dann nicht ins Haus. War das für dich auch tabu? Ich habe mich bis jetzt noch nie in einen Kerl richtig verliebt. Und jetzt ist es passiert, seit 4 Wochen. Seit 4 Wochen in einen Arbeitskollegen? Genau. Ist denn der Arbeitskollege in dich auch verliebt? Ja, na, aber wie? Aber wie? habt ihr euch aber schon richtig ganz dolle und heftig. Habt ihr euch offenbart schon? Ja, na klar. Ist er schwul oder auch bisexuell? Er ist schwul. Er ist schwul. Ich habe mich ihm offenbart und er kennt auch meine Frau. Aber meine Frau kennt ihn jetzt nicht in dem Sinne, dass sie weiß, dass ich mit ihm was angefangen habe. Ja. Nur ich wollte das Problem, wie mache ich es ihr, wie erkläre ich ihr das, wie gesagt. Weil sie gesagt hat mir mal vor Jahren, also das fragen die Leute immer, wie erzähle ich es meinem Partner, meiner Partnerin? Ja. Das ist gar nicht so eine große Kunst, indem man es einfach ausspricht. Aber die Leute, die meisten, so auch in deinem Fall, man hat natürlich auch Angst davor, ne? Ja, das ist richtig. Weil man setzt ja viel aufs Spiel. Ihr seid 10 Jahre verheiratet. Habt ihr Kinder? Genau. Ja, ein Kind, ein Sohn, 6 Jahre alt. 6 Jahre alt, ja. Ja. War das denn bisher du hast es gerade euch positiv geschildert, war es denn eine gute Ehe bislang? Eine sehr gute Ehe. Eine sehr gute Ehe. Und ihr habt euch gegenseitige Freiheit zugebilligt. Sie hat gesagt, du kannst ab und zu mit dem Typ, wenn du Bock hast. Richtig, gegenseitige Freiheit, Vertrauen muss natürlich da sein, die Ehrlichkeit muss da sein. Ist klar. Hat bei uns alles eine große Rolle gespielt und war auch bei uns. Durfte sie denn auch mal ab und zu mit einem? Sie durfte auch mal. Das ist überhaupt keine Frage für uns. Also so, das kann natürlich immer passieren, wenn man in einer festen Beziehung ist, dass sich ein Partner verliebt. Ob man sich nur eine sexuelle Freiheit dazu billigt oder nicht, verlieben kann man, die Gefahr besteht immer. Da gibt es keine Versicherung für. Jetzt ist aber die große Grundfrage, die ich dir jetzt stelle, ist das jetzt so ein Rausch? Ist es frisches Verliebtsein? Das ist nicht nur Sex. Nein, das ist mir schon klar. Das habe ich ja schon so verstanden. Ist es wirklich geht es dir richtig an die Substanz? Mir geht's an die Substanz. So sehr, dass du schon jetzt im Verliebtheitswahn, sage ich mal, schon überlegt hast, meine Frau verlassen, die Ehe aufgeben? Nein, das nicht. Das nicht. Ich möchte es ihr wirklich offenbaren. Ich mache es auch. Ich weiß es auch, dass ich es tun werde. Ich weiß bloß nicht, wie ich das anstellen soll. Und du möchtest aber mit deiner Frau zusammenbleiben? Na, aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Du, nach wie vor sagst du, ich liebe meine Frau auch. Ja. Aber ich bin auch verliebt in den Typ. Richtig. Und der Typ ist so verliebt in mich. Und der Typ ist schwul. Da sind natürlich alle Probleme vorprogrammiert. Ne? Genauso sehe ich das auch. Ich muss aber dazu sagen, meine Frau weiß von Anfang an, wie gesagt, von meiner Bisexualität. Also ich bin kein Klischee-Bisexueller wie so viele, sondern ich habe es auch in meinem Leben bis jetzt immer ausgelebt. Ja. Bevor ich verheiratet war, aber jetzt geht's habe ja um ich was auch anderes. In der schwulen Szene betrieben. Aber jetzt geht es ja um Verliebtsein. Das ist jetzt, ne? Das hier ist eine ganz andere Ebene, eine andere Bühne, auf der du da bist, als wenn es nur um Sexualität geht. Ja,
Das Problem ist natürlich, besteht natürlich auch, dass irgendwann dein Freund sagt, pass auf, Fabian, ich will dich ganz. Ich will mit dir zusammen sein. Das will er ja. Das will er. Siehst du, sagt er jetzt schon nach 4 Wochen. Ja. Obwohl er meine Frau ja kennt. Mhm. Du sagst aber nein, also meine Ehe und ich bin mit meiner Frau, bin ich zusammen. Ja, obwohl er will das ja nicht in dem Sinne so, dass ich jetzt sage, ich verlasse sie und gehe zu ihm. Das würde ich eh nicht machen, davon ab. Das will er jetzt noch nicht, aber warte mal ein paar Monate ab. Das ist ja richtig. Da hören ja immer zwei dazu, ja. Ne, letztendlich. Und ich will meine Frau absolut nicht verlassen. Im Gegenteil, wir führen eine super Ehe. Und du möchtest beides leben im Moment. Die Verliebtheit. Ja, ich möchte ihr noch so erklären, dass beides geht. Ja, jetzt, du kennst deine Frau sehr gut. Deine Frau ist eine tolerante Frau, wie du sie uns geschildert hast. Ja. Hältst du es denn für möglich, dass sie sogar so tolerant ist und sagt, okay, solange wir beide zusammenbleiben und unsere Liebe und unsere Ehe auch Bestand hat, erlaube ich dir auch so eine Verliebtheit, ich sag mal so eine kleine Verliebtheit mit einem Mann zu leben? Hältst du es für möglich, dass sie das macht? Das halte ich für möglich, aber ich glaube, ich könnte das nicht ausleben. Du könntest das nicht was? Ich könnte das nicht ausleben. Nicht ausleben, aus schlechtem Gewissen. Doppelgleisig. Also doppelgleisig könnte ich, glaube ich, nicht fahren. Ja, das ist ja meine größte Angst. Ja, Moment, dann haben wir jetzt mal aber ein Problem. Was willst du denn? Was ich will? Ja. Soll bei der Frau bleiben. Ja, aber das heißt ja dann, dich eben nicht auf die Liebe zu dem Mann einlassen. Ja, das ist ja eben halt auch schwierig. Ja, aber das heißt es im Schluss daraus, was du gerade gesagt hast, heißt das so? Heißt das? Ja. Letztendlich ist das so, ja. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist das Problem. Ich will den Typen auch nicht verlassen. Ja gut, das musst du dann aber. Wenn du sagst, ich kann beides nicht, verstehe ich das richtig, dass du das gewissensmäßig nicht auf die Reihe bekommst? Richtig. So, ja, dann was bleibt dir für eine Alternative? Und wenn du sagst, die Priorität liegt bei meiner Frau und bei meiner Ehe, bei meiner Familie, dann gibt es ja gar keine Möglichkeit mehr. Ja, aber das kann man lieber einfach so wegschmeißen. Ich kann für mich behaupten, ich bin in den Kerl verliebt. Das ist überhaupt keine Frage für mich. Ja, deswegen frage ich das ja alles so genau. Also ich glaube aber, der nächste Schritt, ihr habt eine offene Beziehung, da ist Vertrauen in eurer Beziehung. Ja. Und ihr habt euch immer, so habe ich es gerade verstanden, ihr habt euch auch versprochen, immer alles zu sagen. Richtig. So, dann ist wirklich der nächste Schritt, wirklich unbedingt, Fabian, finde ich, dass du deiner Frau das sagen musst, dass du dich verknallt hast in den. Ja, nicht bloß verknallt, verliebt. Verliebt hast. Du hast dich verliebt in diesen Mann. Das musst du ihr sagen. Dann ist schon mal eine faire Ebene da. Sie weiß alles, du hast alles ausgesprochen. Dann kriegt das Ganze auch schon eine Eigendynamik. Dann wirst du sehen, wie sie darauf reagiert. Hm. Vielleicht wird das auch dich schon wieder beeinflussen, wie du reagierst. Und wenn du für dich sogar schon entschieden hast, ich kann nicht auf beiden Hochzeiten tanzen, wird es über kurz oder lang, wird es auf eine Person zulaufen. Aber das geht nur, wenn du alle Personen einweist. Und das musst du deiner Frau... Das bist du deiner Frau wirklich schuldig, wenn ihr so eine... Ich habe Angst vor den Reaktionen eventuell meiner Frau, obwohl ich sie sehr gut kenne. Ja, aber vielleicht hilft dir auch die Reaktion deiner Frau. Vielleicht helfen dir die Reaktionen auch für dich, dass du dich besser entscheiden kannst, wohin du willst. Ja, du hast recht. Aber ich habe Angst davor, wie gesagt, weil dieses Tabuthema, sich in einen Kerl zu verlieben, das hat sie damals sehr, sehr krass und sehr eindeutig gesagt. Klar, also aber nun ist es passiert und du musst es auch sagen. Ja, na klar will ich das sagen, aber ich habe Angst vor ihrer Reaktion, das ist das Problem. Ich bin kein Angsthase, aber ich stehe schon im Leben, so ist das nicht. Nee, verstehe ich schon, dass das unangenehm ist, aber es führt kein Weg dran vorbei. Es führt kein Weg dran vorbei. Und dann wird sich das Ganze regeln, da bin ich ganz sicher. Du hast sehr gut für deine Frau gesprochen, das hat mir gefallen. Ist auch eine super Frau. Ja, wenn man 10 Jahre gute Erfahrungen macht, das wirft man auch nicht so schnell weg. Ich meine, ihr seid 4 Wochen verknallt, ihr beiden Jungs, ineinander. Das ist schön und nett und so, aber das würde ich jetzt erstmal auch gar nicht mal so ganz hochhängen. Da ist 10 Jahre Vertrauen, Liebe, Erfahrung miteinander. Ein Kind ist da, das würde ich schon alles hochstellen. Das ist richtig, das ist auch das Allerhöchste. Mhm. Das ist richtig. Aber ich habe mich noch nie in einen Kerl verliebt. Und das ist gerade das, was ich an einem Mann gut finde. Er ist ein Trauma in meinen Augen. Ja, ja. Fabian, raus mit der Sprache. Sag es ihr so schnell wie möglich und beratet gemeinsam, was zu tun ist. Ich werde es tun. Ja, ich wünsche alles Gute. Alles klar. Auf Wiederhören, Fabian. Dir auch noch alles Gute. Dankeschön. Ciao. Tschüss, Fabian. Hier ist Verena. Verena ist wie alt? Hallo, ich bin 18. 18 Jahre alt. Guten Morgen, Verena. Hallo. Na? Ich bin ganz aufgeregt. Deswegen hast du angerufen. Und zwar geht es darum, ich habe unheimlich Angst vor lauten Geräuschen und alles, was knallt und so. Oh, da muss ich jetzt ganz leise. Nee, also sprechen geht.
Vor lauten Geräuschen? Ja. Dann muss für dich ja Silvester der Horror sein. Naja, Silvester geht eigentlich. Da kann ich mich in der Wohnung verstecken und Ohren zu halten. Aber die Zeit davor und danach ist halt ziemlich schlimm, wenn man irgendwo auf die Straße geht und die Böller überall. Ach, herrlich. Ja, nee, es knallt ja auch immer noch danach. Ja, eben. Und davor auch. Ne? Die Leute sind ja immer verrückter, dass sie schon am 29. anfangen zu knallen. Hat das mit einer Überempfindlichkeit des Ohres zu tun? Nee, das überhaupt nicht. Sondern? Keine Ahnung. Also ich habe das, seit ich denken kann. Und also du bist einfach eine sensible Person, was Geräusche anbelangt. Ich weiß es nicht. Also wenn jetzt ein Geräusch zum Beispiel plötzlich kommt oder so, dann erschrecke ich mich überhaupt nicht. Dann kriege ich einfach nur Panik danach. Aber das Geräusch an sich ist eigentlich nicht schlimm. Das ist ganz komisch. Das Geräusch ist nicht... Also wir klären nochmal. Also organisch ist alles in Ordnung. Ja, genau. Warst du beim Ohrenarzt schon mal? Also ist alles okay. Aber hat der denn auch so diagnostiziert, dass du sehr feinhörig bist? Also dass du sehr, sehr empfindlich... Nee, bin ich eigentlich auch gar nicht. Also ich höre eigentlich nicht so gut, würde ich mal sagen. Du hörst nicht so gut? Ja, ich muss eigentlich immer ganz oft nachfragen, wenn mir irgendjemand was sagt. Und also geht es gar nicht... Es geht dann... Es ist ein bisschen was anderes als nur das Hören. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das habe, aber sag doch, vielleicht verstehe ich es ja besser. Sag noch einige Beispiele, die für dich schlimm sind oder wo du mit zu kämpfen hast, wenn du das hörst. Och, das ist eigentlich, wenn ich aus dem Haus gehe zum Beispiel, oder so in die Stadt, kleines Kind mit Luftballon, ist schon mal total schlimm. Also, ach so, wenn der Luftballon platzt, meinst du? Muss nur vorbeilaufen. Also, ich muss nur Luftballons sehen und da kriege ich die Panik, dass es vielleicht platzen könnte. Und ach so. Das ist das Schlimme, eigentlich die Angst vor der Angst, würde ich mal sagen. Mhm. Wenn er dann platzen würde, was wäre dann? Auf der einen Seite bin ich dann erleichtert, weil ich keine Angst mehr haben muss. Aber auf der anderen Seite kriege ich dann die Panik, Atemnot und... Ach, solche körperlichen Auswirkungen hat das dann schon? Ja, also ich fange dann an zu schwitzen und kann nicht mehr klar denken und so, wenn jetzt jemand ganz bösartig ist, der kennt, der weiß das, dass du da empfindlich bist, schleicht sich an dich ran. Oh Gott. du siehst ihn nicht, hat einen riesen Luftballon hinter dir und sticht dann rein. So, du weißt das nicht und du hörst plötzlich diesen wahnsinnigen Knall hinter dir. Was passiert dann? Ja, das ist ja nicht das Schlimme, es kam ja unerwartet. Ja, aber irgendwann passiert dann doch was, ne? Hast du gerade angedeutet. Ja, dann kommt die Panik, weil ich denke, es könnte nochmal passieren und außerdem bin ich ja dann beleidigt, weil der mich erschrecken wollte. Sowieso, na, ist klar. Ne? Aber wie kann ich es mir vorstellen? Rennst du dann weg? Schimpfst du den aus? Nee, also das kann ich nicht. Meistens fange ich dann einfach an zu heulen und bin beleidigt, sage ich mal. Und gibt es später dann eine Reaktion darauf? Nee, also wenn ich mich dann beruhigt habe, dann geht's eigentlich. Das Schlimme ist wirklich, wenn ich weiß, es könnte irgendwie knallen oder es könnte irgendwie laut sein, dann steigere ich mich da irgendwie so rein und habe dann so eine Panik und wenn es dann wirklich passiert, dann drehe ich total ab. Also, das war von klein auf, solange du dich erinnern kannst, war das so? Ja, also nicht so extrem. Also am Anfang hatte ich wirklich nur Angst vor Luftballons und so einem Kram, aber mittlerweile kann ich auch nicht Hände klatschen abhaben oder sowas. Also es ist ziemlich extrem. Türknallen ist auch schlimm. Ach so, das heißt, du könntest nie auf ein Konzert gehen? Doch, das geht. Aber wenn die Leute klatschen? Ja, das geht. Also wenn es viele machen, dann ist es ja so, ich weiß nicht, das ist was anderes, wie wenn jetzt einer laut in die Hände klatscht. Wenn viele machen, geht's eigentlich. Ja. Dennoch müssen ja müssen große Städte, wo auch immer viel Hektik ist und viel Geräusche sind, sind die unangenehm für dich? Wo es hupt oder wenn plötzlich irgendwas, es kann ja schon mal was knallen irgendwie oder da. Ja, also Baustellen zum Beispiel. Baustellen. Sind ja viele in Städten. Genau. Und überhaupt, wenn ich jetzt an der Straße vorbeilaufe, habe ich halt Angst, dass irgendjemand hupt oder so. Oder Busse, LKWs, die machen irgendwie auch voll Krach. Stell ich mir dein Leben relativ stressig vor, wenn du immer in so einer Grundangst lebst. Ja, genau, das ist voll schlimm. Lebst du denn in einer Stadt oder auf dem Land? In der Stadt eigentlich. In der Stadt? Schon, ja. Wie versuchst du dich davor zu schützen, indem du dich sehr zurückziehst? Das habe ich die ganze Zeit gemacht, also die ganzen Jahre über. Ich habe halt versucht, einfach wegzulaufen. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich wirklich so sauer bin, dass ich einfach so viel verpasse im Leben. Glaube ich, ja. Das isoliert einen sehr, ne? Ja, das ist einfach nur schlimm. Und wie ist das? Kannst du in die Diskothek gehen? Ja. Das geht. Das geht, das ist ja konstant, sage ich mal. Gott sei Dank, ja. Ja.
Wie ist es nachts? Schützt du dich nachts irgendwie vor Geräuschen durch so Ohrenstöpsel? Nee, also wenn ich zu Hause bin, dann geht's mir eigentlich gut, da habe ich eigentlich keine Angst. Ich glaube ja bestimmt, dass es eine verzwickte, komplizierte, tiefe Ursache hat in deiner Seele. Dass es natürlich wirklich, wie ich es anfänglich vermutet habe, nichts mit dem Hörsinn zu tun hat, sondern dass es irgendwas anderes ist, was durch diese plötzlichen Geräusche ausgelöst wird bei dir. Und wenn du sagst, ich gerate dann in Panik oder Atemnot, ne, hast du gerade, glaube ich, auch gesagt, sind das ja so typische Signale, dass da wirklich eine Störung vorliegt. Ja. Die kann eigentlich nur ein Psychologe beheben, ein Therapeut. Ich war jetzt schon bei zwei Psychologen, die konnten mir da eigentlich nicht sehr weiterhelfen. Da schlechte Psychologen. Schlechte Psychologen. Da muss man aber eigentlich schon, finde ich, muss man nachhelfen können. Ja gut, ich habe es jetzt selber mal probiert. Also ich habe mir hier so ganz viele Luftballons gekauft und mache die auch schön jeden Tag kaputt. Und kann das. Ja, das ist vielleicht auch nicht so ganz doof. Das ist so Konfrontationstherapie, ne? Ja. Mhm. Aber das will mir nicht so ganz in den Kopf, dass die Psychologen, die da nicht weiter haben, helfen können. Deswegen will ich, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest. Mhm. Ne? Vielleicht kann die dir noch einen schlauen Tipp geben, wo du hingehen könntest. Wobei, diese Selbsthilfe finde ich immer grandios. Ja, es klappt auch gut. Also, es ist schon besser geworden. Finde ich immer besser, wenn man erstmal selbst alles versucht. Mhm. Weil das Erfolgserlebnis, was man dann hinterher hat, wenn man es geschafft hat, das ist grandios. Das ist viel größer, als wenn man das mit Hilfe eines Therapeuten geschafft hat. Genau. Ja, dann kann man sagen, hey, hier, ich habe das geschafft. Genau. Ich bin da alleine rausgekommen. Ne? Mhm. Aber dennoch, kannst du ja ein paar Worte mit Heidemar sprechen. Ja, mach ich. Dann legst du auf und wir rufen gleich wieder an, Verena. Okay, danke schön. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Elke, 38, guten Morgen. Morgen, Domian. Ja, hallo Elke. Mein Thema ist das, was der Fabian gerade gesagt hat. Ja. Und zwar habe ich eigentlich genau das Gleiche erlebt, nur aus der Position der Frau heraus. Du bist auch bisexuell. Nein, mein Partner hat sich in einen Mann verliebt. Ach so. Hat also so anderthalb Jahre, wir haben eine Beziehung gehabt, 7 Jahre lang, hat anderthalb Jahre lang seine Bisexualität ausgelebt, war für mich auch in Ordnung. Ausgelebt nur im sexuellen Bereich? Nur im sexuellen. Für ihn war, genauso wie der Fabian das gerade sagte, erstmal irgendwo eine Emotion da kein Thema. Für ihn war das reine sexuelle Geschichte. Wie hat er das denn ausgelebt? Wo hat das ausgelebt? Mit wem? Er war jetzt nicht jemand, der in die schwulen Szene ging, sondern er hat sich dann über Chatrooms, über Gay-Chats, halt irgendwo Dates ausgemacht, hat sich dann getroffen mit den Jungs, geguckt, ob das von der Chemie her passt und dann halt irgendwo seinen Sex mit denen gehabt. Und wusstest du das immer, Ich wusste das. Das war auch für mich völlig okay. War das okay? Weil ich gesagt habe, das, was Mann dir bietet auf sexueller Ebene, ich bin kein Mann. Mhm. Und wenn du das für dich brauchst, dann ist das für mich auch in Ordnung. Keine Eifersucht? Keine Eifersucht. Kein Ekel? Ich habe gewusst, dass er auch sehr viel Wert legt auf entsprechende gepflegte Menschen und also nicht auf diese, schon gleich nicht ungeschützt oder irgendwas. Also er hatte selber auch einen relativ hohen Anspruch daran. Ja, und das heißt, wenn er dann zurückkam von so einer sexuellen Begegnung, hast du ihn nicht erstmal mit Distanz irgendwie gesehen, sondern es war völlig normal. Es war in Ordnung. Das Einzige, was ich immer gesagt habe, bitte tu mir einen Gefallen, du kannst da geduscht haben, ist mir wurscht. Ja. Aber wenn du heimkommst, bitte bevor du mich hier knuddeln willst oder irgendwas, nochmal duschen. Ja. Na, das war also irgendwo für mich so ein bisschen, dass ich gesagt habe, also das muss ich jetzt nicht haben. Aber ansonsten, wie gesagt, war das für mich im grünen Bereich. So, das war das Vorspiel quasi. Mhm. Dann hat er sich aber doch auch wirklich in einen Mann verliebt. Genau. Ja. Er kam also irgendwann relativ merkwürdig drauf wieder heim und ich habe also gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Irgendwas passt da nicht. Und er war dann immer so ein bisschen am Rumdrucksen und dann hat er mir ein paar Tage später gesagt, ja, er trifft sich jetzt nochmal mit dem. Da habe ich gesagt, du, ist in Ordnung, kein Problem. Er kam wieder, er war eine Mischung aus euphorisch und niedergeschlagen. Mhm, dann habe ich gedacht, so, hallo, da wird man schon hellhörig, ne? Müssen wir hier mal irgendwie das klären? Hat mich mit ihm hingesetzt und gesagt, okay, und jetzt was? Ja. Was ist hier los? Und nach einer Weile rückte er dann raus und sagte, ja, ich habe ein Problem, ich habe mich in den Mann verliebt. Aber da war es wahrscheinlich zu Ende mit deiner Toleranz, ne? Im ersten Moment habe ich erstmal da gesessen und wusste gar nicht, wie ich das jetzt einzusortieren habe, weil ich habe damit in der Form eigentlich nicht gerechnet. Aber das ist ja auch interessant. Eigentlich könnte man doch sagen, da hättest du ja immer mal mit rechnen müssen, dass das passiert. Aber er hat dir das so knallhart verkauft, es geht nur um Sex. Ja, für ihn war das immer, wir haben auch lang und breit, bevor er überhaupt damit angefangen hat, aktiv drüber gesprochen. Und er sagte mir immer, nee, er hat überhaupt keinen emotionalen Bezug zu Männern. Ja.
geht für ihn rein nur um die Sexualität. Ja. So, jetzt hat er dir das gestanden und du hast es dann nach einer gewissen Zeit auch geglaubt und es war real, Realität. Wie ging es dann weiter? Ja, wie gesagt, dann saß er da halt und wir haben ja darüber gesprochen. Ich war da erstmal, wie gesagt, ein bisschen wie mit der Schaufel erschlagen, weil ich gedacht habe, ja toll, klasse, 7 Jahre Beziehung, jetzt das spontane Ende oder wie habe ich das zu sehen? Ist die Beziehung daran kaputt gegangen? Nein. Nein. Du bist heute noch mit ihm zusammen? Nein, ich bin nicht mehr mit ihm zusammen. Das ist aus einem anderen Grund dann auseinandergegangen. Wie habt ihr es denn hinbekommen? Er war verliebt in einen Mann und ihr seid noch weiter zusammengeblieben. Ich habe mich mit ihm darüber erstmal auseinandergesetzt und habe gesagt, was willst du jetzt? Wo stehst du eigentlich? Und er hat mir, genauso wie der Fabian das gerade sagte, für ihn war klar, nein, er möchte seine Beziehung zu mir aufrechterhalten. Mhm. Er kann nur einfach nicht ändern, dass er sich halt auch irgendwo in diesen Mann verliebt hat. Ich habe dann gesagt, ja, sorry, wie soll das jetzt weitergehen? Wie stellst du dir das vor? Ja. Er wusste es nicht. Also wir haben dann so 1-2 Tage mal so mehr oder weniger das beide verinnerlicht, wie wir jetzt damit umgehen sollen. Wie habt ihr das denn dann realisiert und, praktiziert? Ich habe ihn dann darum gebeten und habe gesagt, wenn du der Meinung bist, dass da wirklich eine Emotion ist, dann möchte ich diesen Mann bitte kennenlernen. Ja. Ich möchte wissen, um wen es da eigentlich geht und wie seine Emotion denn aussieht. Und das ist dann auch geschehen? Ich habe mit ihm erstmal telefoniert. Ja. War ein sehr nettes Gespräch, war ein wirklich sehr angenehmer Mensch, kann man gar nicht anders sagen. Ich habe ihm dann auch gesagt, dass das für mich jetzt eine etwas seltsame Situation ist. Ja. War für ihn das Gleiche, weil er sagt, normalerweise hat er eigentlich mit so Bisexuellen gar nichts am Hut gehabt, aber bei ihm hatte es eben auch gefunkt. Du hast ihn dann letztendlich auch persönlich kennengelernt? Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt, so, ja. So, wie habt ihr das hingekriegt? Lief das dann wirklich nebeneinander her, eure Beziehung und er hatte die Beziehung zu dem Mann? Ja, ich habe nur eine ganz klare Grenze gezogen und das war die, dass ich gesagt habe, du pass auf, ich habe auch, weil der Mann an sich wirklich auch für mich sehr, sehr, es war netter, war ein sehr sympathischer, ich habe gesagt, tu mir nur einen Gefallen, was ich nicht kann, ist mir angucken, wie du da mit dem rumknutscht oder irgendwie, das kriege ich nicht. Wohnte denn zu der Zeit dein Freund bei dir? Wir haben zusammengelebt, ja. Das heißt, das blieb auch so bestehen. Aber du hast dann natürlich immer mitbekommen, wenn er sich mit dem Mann getroffen hat, wenn die beiden was unternommen haben. Mhm. Warst du wirklich nicht eifersüchtig? Ein bisschen irgendwo schon, aber ich habe versucht, das sehr distanziert zu sehen, weil die Beziehung, die beiden hatten, war eine ganz andere als die wir zwei zueinander hatten. Das war ein schwuler Mann, der andere, ne? Der war schwul, ja. Wie lange ist denn das gut gegangen, so parallel? Das war so ein knappes halbes Jahr. Ja, ist ja auch nicht so lange dann. Nee, weil dann ist halt unsere Beziehung auseinandergegangen. Aber aus einem anderen Grund? Das war ein ganz anderer Grund. Das hatte jetzt mit dem Mann nichts zu tun. Bist du sicher, dass es dann nicht vielleicht doch irgendwie hintergründig... Nee, das hatte damit zu tun, dass ich eigentlich lesbisch bin. Ach so. Und dann wiederum mein eigenes Coming-out mir da reingeknallt ist. Ah, ja gut. Okay, dann verstehe ich natürlich auch deinen coolen Umgang damit. Dass du irgendwie gewittert hast, dass da bei dir auch irgendwas so... Anscheinend, ich habe keine Ahnung. Weil sonst ist das ja schon sehr ungewöhnlich. Da verliebt sich jemand und dann sagt die Freundin, ja, okay, komm, mach mal. Ja, da ist es ja fast egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Du hast ja grünes Licht gegeben für eine andere Liebe. Ja, weil irgendwo habe ich gemerkt, dass es für ihn sehr wichtig war, diesen Teil einmal für sich ausleben zu können. Mhm. Ich bin eigentlich mal davon ausgegangen, dass das nichts für die Ewigkeit ist, was er da mit dem hat. Naja gut, sagt man so. Eine andere Basis von Liebe ist. Sagt man so. Kann natürlich auch so umschlagen, dass diese Liebe sich dann so intensiviert zu dem Mann, dass die irgendwann dann doch wichtiger wird als die zu der Frau. Und dann wäre man oder ist man als Frau natürlich schon... Dann hätte ich Pech gehabt. Ja. Aber nochmal die Frage, wenn du jetzt so eine richtig absolut trockene Heterosocke gewesen wärst, ne, ohne diese lesbischen Wallungen in dir, von denen du damals vielleicht noch nichts gewusst hast, wenn du rein heterosexuell gewesen wärst, meinst du, du hättest das so hinbekommen? Schwierige Frage wahrscheinlich. Ja, es ist sehr hypothetisch gesehen, aber ich habe überlegt und habe gedacht, was tust du, wenn du ihm jetzt sagst, nein, der oder ich, dann schickst du eine Beziehung über den Jordan, die eigentlich seit fast 7 Jahren hervorragend funktioniert. Ist natürlich eine tolle Einstellung, die ich eigentlich auch immer sehr bewundere, sowas. Weil, Frau wäre ich explodiert. Ne? Wenn es eine andere Frau gewesen wäre, da hätte es überhaupt no way gegeben. Ne? Da hätte ich ihm die Augen ausgekratzt. Aber auch interessant, ne? Ich sag ja eigentlich, Liebe ist Liebe, ob das nun ein Mann ist oder eine Frau. Ja. Bei einer Frau ist die Frau dann doch ich denke, die Ebene ist eine andere. Ja, natürlich. So, ist er denn mit dem Typ noch zusammen? Nein, das hat sich dann auch, erledigt gehabt. Ja. Aus welchen Gründen auch immer, hat das dann nicht mehr geklappt mit den Zweien. Er hat das auch nie wirklich dann auch offen
ausgelebt. Er hat es so nach außen hin immer heimlich gehalten. Ja, vielleicht war er ja auch nur so leicht anteilmäßig bisexuell. Und da fällt so eine Art Coming auch natürlich nur schwieriger, als wenn man wirklich... Ich bin nach wie eigentlich überzeugt, dass er eher schwul ist, aber es bis heute mich einfach nicht traut, wirklich zu leben. Lebst du denn mit einer Frau zusammen mittlerweile? Ich lebe mittlerweile mit einer Frau zusammen, Und du lebst gut mit einer Frau zusammen? Sehr gut. Und würdest du für dich sagen, das war eine richtige Entscheidung für mein Leben? Ja, absolut. Ja, na, wunderbar. Elke, alles Gute, alles Liebe. Ja, und dem Fabian einfach machen. Ja, naja, gut, das ist aber schon schwierig bei dem. In dem Fall. Ja, klar, aber ich glaube, er muss es ihr sagen, ne? Das ist das Wichtigste erstmal. Ja. Und wenn seine Frau ihn wirklich liebt, dann werden sie auch einen Weg finden, denke ich mal. Wenn die beiden sich wirklich lieben, dann werden sie irgendwo einen Ausweg aus der Nummer finden. Glaube ich auch. Elke, alles Gute. Okay, danke, Tschüss. Domian. Tschüss. Tschüss. Frank ist hier. Frank ist 36 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, grüß dich. Normal heiße ich Frank, aber die Kinder, die im Bus, die kannten mich unter Paco. Ich nenne dich mal Frank. Ja, Frank steht hier, sage ich mal Frank. Ja, richtig, weil ich wollte nur wegen den Kindern auch irgendwann mal grüßen, die noch leben sollten. Was, die noch leben sollten? Ja, ich hatte 21.08.2000 hatte ich einen Busunfall in Österreich. Und dann bin ich auch mein Leben nur Glück, dass ich noch Glück hatte. Besser wäre ich drauf gegangen wie die armen Kinder. Also Doppeldecker. Warst du Busfahrer? Ja, ich war Busfahrer. Wann war das? Was hast du? 21.08. wann? 21.08.2000 um 3.35 Uhr in Melk Richtung. Voriges Jahr? Nee, 2000. Ach, 2000. Ich habe 2003 gerade verstanden. Dann habe ich mich versprochen. Tut mir leid. Wir wollten nach Ungarn Plattensee fahren. Und da ist doch dieser LKW in dem Bus. Ich erinnere mich daran. Eingefahren und hat den Bus aufgestützt. Ja. Wie viele Kinder sind gestorben? 8 Kinder, 4 davon regelrecht guillotiniert. Also ganz glatt abgeschnittene Köpfe, wo man wirklich dann, habe ich nur die Schreie gehört, ich saß unten. Und dann schrie schon der Erste, wo ich das Licht angemacht habe, mein Freund, der Kopf ist ab. Und habe ich gesagt, was ist mit dem? Dann gehe ich gleich oben hin, da gibt es aber Ärger. Ne? Und bin ich nach oben hingegangen und kamen mir die ersten Verletzten schon runtergelaufen. Und habe ich ein Mädchen gesehen, ohne Kopf. Dann sag mal, Frank, dieser Unfall, der liegt nun ja auch schon über 3 Jahre, fast 4 Jahre zurück. Kannst du ihn in ein paar Sätzen nochmal beschreiben, wie es zu dem Unfall kam? Ja, also wir hatten aus Deutschland unten bei München, Karlsruhe eingeladen, Kinder. Das war noch eine Station, die habe ich jetzt vergessen. Und dann hat mein Kollege, hat die abgeholt, die letzte Station war in München, Busbahnhof. Und dann sind wir losgefahren. Ich habe mich in der Kabine hingelegt, habe geschlafen. Und dann kam es irgendwann zum Tauschen um 2.40 Uhr oder was, bimmelte das in meinen Schlafwaggon hinten drin. Und damit du dann fahren kannst. Ja, ich stieg aus, habe mich frisch gemacht auf der Toilette, nahm meine Sinalco und meinen Spreit nach vorne und habe mir noch eine geraucht bei ihm, habe gefragt, was los ist, haben wir uns alles erklärt und haben uns abgesprochen, wo wir den nächsten ruhigen Rast machen können, dass die Kinder auch in Ruhe weiterschlafen können, ne? Das sollten die gar nicht erst merken. Ja. Und ja, dann die erste haben wir verpasst, die zweite war zu voll und den dritten haben wir dann genommen. Ja, und dann bin ich an der Reihe gewesen und dann hat er mir auch noch gesagt. Beschreib mal den Unfall. Was genau ist bei dem Unfall passiert? Entscheidend, wir sind in eine Baustelle reingefahren, Höhe Melk, ist das? Melk, ja. Das Autobahn 1 oder 2, jetzt würde ich lügen, tut mir leid, Richtung Wien. Ja. Und ja, war alles schön, alles war wunderbar, die Kinder waren am Schlafen, mein Kollege auch hinten drin und dann sehe ich vor mir auf einmal einen LKW. Und das war kurz vor der Ausfahrt. Ich sage, was will er denn hier? Ne? Ich habe mit meinem Leben in diesen, das waren Sekunden, ne? Ich habe mit meinem Leben abgeschlossen, habe ich gesagt. Also der LKW kam auf dich zu? Ja, richtig. Er kam auf der Autobahn auf dich zu? Also Sie müssen sich vorstellen, ich musste einfach nur gerade raus aus der Baustelle und er musste von der Gegenüberfahrbahn
einlenken, in eine Baustelle reinfahren, aber geschlängelt. Müssen Sie sich jetzt vorstellen. Es kam dann also zu einem Crash zwischen dem LKW und dem Bus. Nee, es kam erstmal der LKW vor mir und ich dachte, der fällt jetzt gleich auf mich zu, auf mich drauf. Und ich habe gesagt, mein Gott, solche wird es jetzt voll bei mir machen. Mhm. Dann fliegen die Kinder durchs Fenster vorne durch. Hinter mir ist noch ein LKW, der hatte noch Steine geladen. Mhm. Neben mir war noch eine, wie sagt man das, Erde, eine Baustelle. Ich kann doch nicht mit einem Doppeldecker in die Erde reinfahren. Mhm. Ich habe mir nur gesagt, weißt du was, vorne können nicht so viel sterben, dann nimm links nicht lieber. Ich habe einfach nur den Fuß vom Gas getan. Mhm. Dann habe ich gesagt, komm, dann... Und dann, was bedeutet das? Du hast den Fuß vom Gas getan. Also ich stelle mir immer noch vor, die Konstellation mit dem anderen LKW. Wo bist du dann hingefahren? Wo bist du rausgefahren? Geradeaus, auf ihn drauf. Auf ihn drauf? Ja. Und dann hat er doch noch die Kurve gekriegt. Mhm. Er hat die Kurve gekriegt und dann habe ich Tiefluft geholt. Da habe ich doch gesagt, oh, das haben wir geschafft. Das heißt also, das ist zu einem sehr schweren Unfall gekommen. Wir müssen das jetzt gar nicht so detailliert sagen. Es ist zu einem äußerst, äußerst schweren Unfall gekommen mit acht toten Kindern. 61 Kinder waren es insgesamt. 61 Kinder waren es insgesamt. Du trägst daran keine Schuld. Ja. Ne, so kann man, es ist ganz klar. Aber dennoch glaube ich, dass einen das sehr, 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 sehr beschäftigt. Sie kennen kein anderes Leben mehr. Mhm. Ihr Leben ist nur noch dieser scheiß Unfall. Mhm. Und dann kommt der Anhänger dabei, schlitzt oben alles auf. Mhm. Sie kommen da oben hin, müssen die Gehirnteile wegräumen, die Kinder rauszerren, die verletzt sind. Welche Kinder dachten, sie wären tot, die waren noch am Leben, sie haben gekotzt dann noch. Die Teile von den Kindern Köpfen von der Erde genommen, dass die anderen nicht da drauf rumtrampeln. Mhm. Erste Hilfe geleistet, war eine sehr, sehr schwere Verletzte. Du warst leicht verletzt nur. Ich war überhaupt nicht verletzt. Ich war überhaupt nicht verletzt. Nur mein Kollege ist mit den anderen Kindern nach draußen gegangen und hat da aufgepasst. Und die anderen Autos sind noch weitergefahren, andere LKWs sind weitergefahren, haben noch reingeguckt. Sag mal, Frank, nach so einem sehr schweren Unglück, was man als Busfahrer, in das man verwickelt worden ist, was du nicht verschuldet hast, wie hast du die letzten Jahre verbracht, nachdem das passiert war? Beispielsweise konntest du wieder Bus fahren? Ich bin im Krankenhaus gewesen und dann hat man mir gesagt, da war ich so 6 Wochen, ich sollte doch mal wieder Bus fahren. Mhm. Das waren insgesamt 10 Wochen. Dann habe ich das einfach mal probiert. Ich wollte nicht sagen, ich war von meiner Seite, war ich nicht bereit. Mhm. Aber man hat mir gesagt, du versuchst einfach. Und ich habe es auch versucht. Ja. Nur die Sicherheit habe ich nicht mehr gehabt. Sie sind eingestiegen mit Gedanken, die sie vorher nie gehabt haben. Ja. Sie haben Städte abgelassen, wo sie dann durch den Wald gefahren sind. Die Leute, die Gäste haben gesagt, wir müssen dahin. Mhm. Heißt das, dass du bis heute dann nicht mehr richtig Busfahrer, nicht mehr Busfahrer geworden bist? Nein, ich bin jetzt Zeitrentner. Ja. Bist du nach dieser Katastrophe in Behandlung, in psychotherapeutischer Behandlung gewesen? Ja, ich bin in Psychotherapie. Behandlung und das ist sowas von witzig und der eine sagt, du nimmst dir deine Tabletten nicht, du bist schuld, dass du deine Tabletten nicht nimmst, dass du so bist. Andererseits kriegst du Ärger wegen Anschlag, wegen der Polizei, die wollten mir den Führerschein wegnehmen. Also das heißt, dass diese Therapie für dich noch gar nicht sehr wirkungsvoll war bisher? Nee, ich sag Ihnen ehrlich, das ist immer schlimmer. Und Sie gehen schlafen. Wissen Sie, wie ich schlafen gehe? Ich habe ab 12 Uhr habe ich eine Noctamid genommen. Noctamid. Mhm. Das ist eine sehr starke Schlaftablette. Ja, ich weiß, ja. Mhm. Ich kann nicht schlafen. Es glaubt mir kein Arzt. Bist du aufgrund dessen, was passiert ist, jetzt zum Frührentner geworden? Ja. Ja. Mit 36 Jahren, ne? Bist du 36. Mhm. Und jetzt, ich habe 5 Kinder. Mhm. Denken Sie, die Leute lachen über mich. Erstes Jahr, oh, der arme Junge, der hat einen Unfall gehabt. Mhm. Dann hören sie, oh, warum gehst du nicht arbeiten, du kannst doch noch was anderes arbeiten. Mhm. Ne? Du nimmst Tabletten, du gehst damit schlafen, du stehst damit auf, du gehst auf die Straße, da fährt ein Idiot zu schnell, machst dir deine Gedanken, du hast selber Kinder, die fahren in der Schule, wollen wegfahren, hast du deine Gedanken, du beziehst oder du holst wie ein Magnet alles an dich ran. Ja. So, jetzt habe ich gerade auf
aufgegriffen und ist mir durchaus bewusst geworden, dass du gesagt hast, das ist alles noch nicht das Richtige, was man da mit mir macht. Das ist nicht hilfreich für mich. Ich komme nicht richtig voran. Ich würde dich gerne jetzt fachkundig beraten lassen, weil ich das nicht kann, von einer Psychologin, die hier bei mir arbeitet. Dass vielleicht gemeinsam mit der Psychologin, dass du gemeinsam mit der Psychologin einen Weg findest, vielleicht doch eine gewisse Hilfe zu bekommen. Ich weiß ja nicht, welche Therapien bei dir angewandt wurden, was alles gemacht wird. Deshalb möchte ich dich bitten, dass du jetzt auflegst und wir dich sofort wieder anrufen. Ja, und ich wollte nur was sagen noch. Ich wollte mich von den Österreichern bei Milk, bei der ganzen Leute, die da geholfen haben, herzlichst bedanken. Ja. Und es tut mir immer noch leid für die Kinder. Mhm. Ich bin bis zuletzt da geblieben. Ich wollte jeden Vater, jeden Mutter in die Augen gucken. Mhm. Aber es tut mir leid. Ja. Lieber Frank, du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar, danke. Tschüss. Alles Gute, auf Wiederhören. Marion, 50 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, hallo Marion, guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema? Mein Thema ist eigentlich das Attentat in Madrid. Ja. Ich muss dazu sagen, der Vorredner hat mir natürlich auch unwahrscheinlich leid getan und irgendwie passt das auch zu meinem Thema, weil letztendlich wir haben niemand, der in Madrid wohnt oder der auch vielleicht als Urlauber da war, ist einfach so, dass ein sehr naher Angehöriger von uns bei der Bundeswehr beschäftigt ist, in einer Spezialeinheit, die halt Auslandseinsätze machen müssen. Ja. Nicht nur so eine Friedenseinsätze wie im Kosovo oder in Mazedonien, sondern halt auch, wenn es hier in der Nähe brennt. Ich sag einfach mal, der Terror kommt halt immer näher. Ne? Mhm. Und ja, ich... Wenn du sowas siehst in Madrid, das sind ja nur wirklich erschütternde Bilder. Mhm. Wir haben ja, soweit ich mich erinnere, in diesem Ausmaß wird das in Europa in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht erlebt. Mhm. Kann man, glaube ich, sagen. Ja. Kommt da wirklich so eine Angst, du sagst, der Terror kommt immer näher, dass du denkst, das kann auch in Deutschland passieren? Ja, ich muss sagen, ich habe da ganz schlimme Angst davor, weil es halt immer näher kommt. Mhm. Ich finde, der 11. September war furchtbar. Man hat die Bilder gesehen, man hat auch mit den Leuten mitgefühlt, egal was das für ein Mensch war, der dort ums Leben gekommen ist. Dann war es in der Türkei, jetzt in Spanien. Ich sag einfach mal, in der heutigen Zeit ist es einfach so eine kurze Entfernung eigentlich. Und zumal dann... Was mich auch, als ich das heute gesehen habe, zum ersten Mal im Fernsehen, was einen so wirklich so unfassbar wütend macht, ist, dass vollkommen unschuldige Leute, an was auch immer, so hingeschlachtet werden. Was sind das für Wesen, die dahinter stecken, die so etwas machen. Man geht ja davon aus, man ist ja irgendwann auch mal unterwegs auf der Straße. Natürlich, ne? Das kann jeden von uns treffen. Man fährt mit dem eigenen Auto, man fährt halt mit der Straßenbahn, mit dem Bus. Es kann uns ja alle treffen. Und da sage ich ganz einfach, ich hoffe, dass man das nicht zurückverfolgen kann von Stellen, von wo ich anrufe. Das ist einfach, wenn man weiß, dass auch so ein naher Angehöriger eigentlich in solche Regionen geschickt wird. Sicher, er hat sich verpflichtet, bei der Bundeswehr zu dienen und auch länger zu dienen. Ich meine, ich kenne deine Einstellung zur Armee, Domian. Wenn ich gucken kann, sehe ich es öfter und ich, manchmal habe ich so gedacht, mein Gott, was hat der Mann für eine Einstellung? Meine Einstellung ist einfach mal, dass wir eine Armee oder eine Wehr brauchen, aber man hat halt Angst, wenn es dann in Spanien ist, es kommt immer näher und die eigene Familie ist unmittelbar betroffen. Aber was meinst du gerade, was hat der für eine Einstellung? Ja, ich meine, anhand der Vorwahl weißt du sicher, dass ich aus den neuen Bundesländern anrufe. Und ich war eigentlich so, ja, ich war SPD, Parteimitglied. SPD-Mitglied, zu DDR-Zeiten. Ja. Und ich weiß, was du für eine Einstellung zu der damaligen Politik hattest. Mhm. Und ich sag auch, man kann nicht auch immer die gleiche Meinung haben. Mhm. Aber ich weiß auch, dass es Probleme gibt, wo ich einfach sagen muss, der Mann hat einfach recht. Ich sag aber, es kann doch nicht sein, dass wir irgendwelche Soldaten von uns ins Ausland schicken. Mhm. Hier funktioniert es nicht mit den finanziellen Mitteln in allen Gebieten, sei es jetzt in alten oder auch in den neuen Bundesländern. Mhm. Wir haben da alle dran zu knappern. Und Ost und West soll es eigentlich auch nicht mehr geben. Ne? Mhm. Ich bin auch nicht so. Aber dass man dann halt das bisschen Geld, was wir haben, auch noch da reinbringt. Ich finde, da sollte man dann doch generell sagen, ob das jetzt die...
Al-Qaida ist oder ob es halt irgendeine muslimische Gruppe ist. Mhm. Man muss halt was gegen den Terror tun. Ich sage, im eigenen Land muss man eigentlich damit anfangen. Mhm. Denn wir brauchen eigentlich eine Wehr, die uns selbst auch schützt. Ne? Ja. Da sind ja jetzt ganz viele Themen angesprochen von deiner Seite. Entschuldige bitte, aber das ist ist doch völlig klar. Man weiß ja auch immer noch, ich weiß jetzt den allerneuesten Stand nicht, aber so vorhin, so gegen 11, war ja immer noch nicht klar, ob Al-Qaida dahinter steckt oder ob es die ETA ist. Wobei ich fast der Meinung bin, dass die halt alle zusammenarbeiten. Ich denke einfach mal, dass jetzt sicher diese muslimische Gruppe was im Zusammenarbeit mit der ETA. Ich weiß es einfach nicht und ich finde es einfach grausam, dass Leute, die vielleicht sogar uninteressiert an politischen Geschehen sind, da einfach mit reingezogen werden. Das sind bestimmt viele Familien, Väter, Mütter, Kinder. Ich finde es einfach grausam. Mich hat sehr beeindruckt, vor zwei Tagen war Peter Schollatour Gast bei Johannes Bekerner. Habe ich gesehen. Ja. Und dann sagt der Peter Schollatour, der nun ein alter, erfahrener Mann ist und er hat ja in sehr vielen Dingen Recht gehabt, die er vorhergesehen hat, auch gerade bezogen auf den Irakkrieg. Sagte er, dass wir hier alle doch sehr blauäugig und naiv uns in unsere Sicherheit wiegen. Wir haben so eine lange Phase des Friedens hinter uns, was einzigartig ist in der Geschichte, in der deutschen Geschichte. Und dass die Gefahren wirklich an allen Ecken lauern und dass es sehr schnell passieren kann. Und zwei Tage später passiert es nun nicht direkt in Deutschland, aber vor unserer Haustür, nämlich in Spanien. Das ist für mich auch sehr beängstigend. Und man weiß als Bürger gar nicht, wie soll man jetzt auch darauf reagieren? Welche Parteien soll man unterstützen? Was sagen die Parteien? Die Parteien sagen immer, ja, bei uns ist alles sicher. Aber das glaubt man dann doch wieder nicht. Nein, das ist natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Man kann ja nicht, unsere großen Städte, alle europäischen Städte, kann man ja gar nicht schützen. Das ist ja absurd. Wir sehen ja die Dramen im Nahen Osten ständig und wo alles Mögliche geschützt wird und dennoch passieren die schlimmsten Dinge. Also ich bin auch sehr, sehr, sehr erschüttert und sehr verunsichert und ich weiß auch nicht, ich habe auch Sorge und Angst, wohin die Entwicklung gehen wird, weil es gibt keinen klaren Feind, den man klar angreifen kann, den man irgendwie in die Enge treiben kann. Es ist alles so diffus und ich finde es auch sehr schlimmer Tag heute, wirklich ein beängstigender Tag. Also ich persönlich habe da wirklich arge Probleme, weil es halt ein sehr naher Angehöriger ist, ne? Und ich so ein bisschen noch Einblick in die Struktur der Bundeswehr habe. Mhm. Aber da kann man ja wirklich immer sagen, wenn er freiwillig da ist, ist es natürlich erstmal auch seine Entscheidung, die man respektieren muss. Ne? Okay, aber ich sag einfach mal, da ich jetzt ein bisschen Einblick in diese ganze Bundeswehrstruktur mit sehr vielen jungen Leuten zu tun habe, im Grunde genommen sind doch viele junge Leute einfach nur bei der Bundeswehr und machen länger, weil sie halt draußen noch keine Chance haben, ne? Mhm. Ich meine, ich muss sagen, ich habe drei Kinder davon, ja, jetzt ist es raus halt, ne, ist der eine halt bei der Bundeswehr, weil er einfach keinen Job bekommen hat, richtig. Die anderen beiden, der eine hat sich selbstständig gemacht, die andere, die reist halt durch halb Deutschland, um überhaupt irgendwie eine Lehrstelle oder einen Job zu kriegen. Ja. Man kann es, ich sag einfach mal, ich glaube auch nicht, dass alle die Leute, die bei der Bundeswehr als Berufssoldaten sind, unbedingt das aus Überzeugung machen, sondern einfach nur um ihre wirtschaftliche Sicherheit einfach. Ja, das ist sicher auch der Fall. Das kann man so sagen, ja. Also, wir hoffen mal. Insofern bin ich auch froh, dass wir nicht in den Krieg verwickelt waren, dass unser Land von derartigen Anschlägen verschont bleibt. Aber glaubst du, dass das wirklich funktioniert? Ich weiß es nicht. Denn letztendlich gehen die nicht davon aus, wer hat da direkt im Krieg mitgemacht oder wer ist nur im Hintergrund? Ich meine, also wir merken, wir merken einfach so. Und wenn wir nur finanziell das da unterstützen. Ja, das haben wir ja nun auch, Gott sei Dank, auch nicht mal das gemacht. Also wir sind, da ist man ist hilflos an einem solchen Tag und man kann eigentlich nur so seine Trauer und auch seine Machtlosigkeit bekunden. Ich verstehe auch deine Sorge, was deinen Verwandten in der Bundeswehr anbelangt. Kann man sich alles verstehen. Lass das mal einfach mal so stehen, Marion. Mhm. Alles Gute wünsche ich dir und schöne Grüße. Kann ich noch eine Bitte äußern? Mhm, klar. Kann ich vielleicht mal mit deiner Psychologin sprechen? Da kann ich doch ein bisschen mehr öffnen, die Überleitung. Ja, klar. Sicher. Okay. Den legst du auf und wir rufen gleich zurück. Okay, ich danke dir. Auf Wiederhören. Und macht weiter so, ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Vanessa, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Vanessa. Guten Morgen. Dein Thema. Und zwar ist mein Thema, dass ich momentan, also seit einiger Zeit, seit einem Dreivierteljahr, von meinem Nachbarn belästigt werde und sich das mittlerweile so dreht, dass man eigentlich schon sagen kann, dass das ein sogenannter Stalker ist, wie man sie nennt. Mhm.
Also er fixiert sich auf Menschen. Und wenn seine Liebe nicht erwidert wird, dann wird er halt extrem. Was heißt denn extrem? Was macht er denn? Wie belästigt er dich? Also es fing an, dass er halt mir offensichtlich gezeigt hat, dass er sehr an mir interessiert ist. Wie hat er das gemacht? Er hat öfters bei mir geklingelt, mich gefragt, ob ich mit ihm weggehe, etc. Hat mir selbst gepuzzelte Bilder eingerahmt, in einen Bilderrahmen vor die Tür gestellt. Und kann man ja noch sagen, okay, ne, ist nett. Ja, bis zu dem Punkt kann man ja sagen, okay, der ist irgendwie interessiert an der netten Vanessa, 22 Jahre alt, kann man ja mal machen. Aber wahrscheinlich wurde es dann penetranter, ne? Ja, natürlich. Ich habe ihn natürlich sehr abgelehnt. Es ging dann so weit, dass er dann morgens anfing, er hat halt kontrolliert, wann ich morgens aus dem Haus gehe und hat dann an der Bushaltestelle gestanden, ist dann mit eingestiegen, hat mich voll gelabert, kann man schon sagen. Wie hast du denn da immer dann drauf reagiert? Da warst du wahrscheinlich schon genervt, also, ne? Ja, sicherlich. Also Walkman-Stöpsel in die Ohren stecken. Also der hat wirklich so laut geredet, dass wirklich der ganze Bus schon geschmunzelt hat. Und solche Sachen, das ist halt mehrmals vorgekommen. Naja, und dann... Wie alt ist er eigentlich? Der Herr ist 37, haben wir rausbekommen. Ja. Und hat sich das jetzt noch gesteigert, das Ganze? Naja, dazu muss man noch sagen, also es ist mittlerweile bis zur Anzeige gekommen. Und da ist halt rausgekommen, dass er gerade bei Mama ausgezogen ist mit 37. Also davor hat er bei seiner Mutter gewohnt und lebt in psychologischer Betreuung. Und hat einen Betreuer, der ihn halt in seinem normalen Lebensablauf halt begleitet und ihn öfter besuchen kommt. Und ist denn jetzt nach der Anzeige, ist es denn dann ruhiger geworden? Nee. Was macht er denn noch? Sag noch ein paar Beispiele, wie er dich belästigt. Puh, ich kann das gar nicht mehr alles direkt aufzählen. Also es sind wirklich sehr viele Sachen. Es fing an, dass er stundenlang Nägel in die Wand geklopft hat. Also es ist so, dass er momentan auch ungefähr 5 Meter von mir entfernt ist. Da ist nur eine Wand zwischen. Ja. Also sein Wohnzimmer liegt genau an meinem. Ja. Wenn ich jetzt lauter reden würde und bei ihm ist alles aus, könnte er sogar verstehen, was ich hier rede. Ach so. Und ich habe ihn dabei erwischt, wie er an meiner Tür lauscht. Ich wohne in einem Altbauhaus. Die Fenster sind sehr laut, wenn man sie öffnet und schließt. Ich höre auch bei den Nachbarn, wenn die ihre Fenster öffnen. Und er hat dann angefangen, Parfüm aus dem Fenster zu sprühen, wenn ich mein Fenster offen hatte. Und es ist bei mir reingezogen. Wenn es nicht so ernst wäre, müsste man ja fast schon drüber lachen, ne? Parfüm in das... Das ist ja alles auch noch so ziemlich harmlos gewesen. Ich habe ihn dann erwischt, wie er an meiner Tür gelauscht hat. Dann hat plötzlich eine Telefonrechnung von mir gefehlt. Und ich rief dann bei der Telefongesellschaft an und fragte, warum die einfach Geld abbuchen von meinem Konto. Und die sagten dann, dass sie auf jeden Fall die Rechnung rausgeschickt haben. Die ist bei mir aber nie angekommen. Und kurz darauf fing es dann an, dass ich nachts obszöne Anrufe bekommen habe. Also wirklich extrem. Er hat wirklich ein paar Mal hintereinander angerufen. Ist er denn auch dir gegenüber obszön? Nee, er hält sich eigentlich mir persönlich gegenüber ziemlich im Abstand. Also es kommt auch nicht so, dass ich ihm jetzt im Treppenhaus begegne. Das ist einmal passiert. Da war sogar die Polizei vorher in meinem Haus gewesen, hat er mich noch im Treppenhaus bedrängt und fand das dann irgendwie ganz lustig. Was war das Schlimmste, was Schlimmste, was er je gemacht hat, Kot, ich weiß nicht, ob es sein eigener war, oder Hundekot an meine Wohnungstür zu schmieren. Aber das ist ja ein bisschen ein sehr, sehr verrücktes Verhalten. Ich meine, ich habe ihn nicht dabei erwischt, aber wenn man sich nun die ganzen anderen... Auch gerade das mit dem in die Wand Nägel klopfen. Er will ja was von dir, er wirbt ja um dich. Wir haben mal mit seinem Betreuer gesprochen und haben ihm das erklärt mit dem Nägelhämmern und da meinte er dann, ja, ich habe mich schon gewundert, warum alle seine Poster, er bringt Poster an der Wand mit Nägeln fest und der Betreuer meinte, ich habe mich schon gewundert, warum der 10 Nägel pro Poster benutzt. Man kann wahrscheinlich nicht mit normalen Kriterien da rangehen. Der Mann scheint ja doch auch ein seelisches, psychisches Problem zu haben. Scheint ja auch bekannt zu sein. Ja, so, jetzt ist eine Anzeige gelaufen, der Mann ist sogar in Betreuung. Wie geht das denn jetzt weiter? Es ist jetzt so, dass man abwarten muss, es werden Aussagen gemacht und es ist auch so weit gekommen, dass Freunde von mir mal vollkommen ausgerastet sind
Und nachdem ich die Polizei gerufen hatte und die aus dem Haus waren und meine Freunde auch weg waren, er 5 Minuten später an meiner Tür wieder geklingelt hat. Ist es so weit? Ist es so weit? Wir müssen ein bisschen kurz machen, weil die Sendung gleich vorbei ist, ja. Vanessa. Ist es so weit, dass du schon überlegt hast, ich ziehe da aus, ich halte das da nicht mehr aus? Ja, aber es ist immer eine finanzielle Sache. Klar, ja, ja. Es würde mich ca. 2000 Euro kosten und die schneidet man sich nicht aus den Rippen und das Geld muss man auch erstmal auf der Hand haben, um Renovierungskosten zu decken. Das heißt, du findest dich jetzt erstmal so damit ab und arrangierst dich damit und hoffst, dass das Ganze irgendwie eine Beruhigung findet. Ja, naja, wir versuchen ihn aus dem Haus zu ekeln. Also, meine Nachbarin ist mittlerweile auch schon betroffen, da hat das jetzt auf die 12-jährige Tochter abgesehen und da hört er dann für uns der Spaß auf jeden Fall auf. Vanessa, die Sendung ist vorbei. Ich hoffe, dass sich das zum Guten für dich regelt. Ich wünsche es dir wirklich von ganzem Herzen. Ja, vielen Dank. Alles Gute, alles Liebe. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. In der Technik war Gudrunhausen. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Tschüss, gute Nacht. Heute ist Freitag, der 12. März. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Es ist 2 Uhr. Die Themen. Al-Qaida will Anschläge von Madrid verübt haben.